Willkommen, mein Name ist Marius Eber. Zwei Begriffe sind zu klären in diesem Video, und zwar Urlaubsentgelt und Urlaubsgeld. Und der Unterschied liegt natürlich im zweiten Teil des Wortes, denn der erste Teil des Wortes ist in beiden Fällen mal wieder gleich. Ja, Urlaubs bis hier ist es absolut identisch. Der Unterschied liegt also hier Entgelt und Geld. Übrigens, Entgelt hier mit T am Schluss und Geld mit D am Schluss. So, was ist das Urlaubsentgelt und was ist das Geld? Oder man kann auch sagen, was ist das Entgelt in Bezug auf den Urlaub und was ist das Geld in Bezug auf den Urlaub? Das Urlaubsentgelt ist die Entgeltfortzahlung im Urlaubsfall. Kein Mensch formuliert das natürlich so, aber das ist das, was es faktisch ist. Sie kennen alle die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, die da sagt, wenn der Arbeitnehmer krank ist, dann muss der nicht um seine Existenz fürchten durch seine Krankheit, weil in dem Moment kein Geld mehr reinkommt, sondern für einen gewissen Zeitraum muss hier der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall leisten. Jeder kennt das, jeder weiß das. Im Prinzip gilt der gleiche Gedanke für den Urlaubsfall. Man soll Urlaub machen, Urlaub dient der Erholung, das Bundesurlaubsgesetz sagt das auch ausdrücklich, und man soll den Urlaub machen können, ohne dass man auch hier überlegen muss, wie man die Miete bezahlt im Monat, also 6 Wochen, sagen wir mal, in den 6 Wochen, in denen man Urlaub macht, sondern das Gehalt wird normal weitergezahlt für die Zeit des Urlaubs. Die Entgeltfortzahlung im Urlaubsfall. Und das Urlaubsgeld ist in vielen Fällen tatsächlich eine Barauszahlung, nämlich das ist eine zusätzliche Urlaubsvergütung, das ist so eine Art, ich setze auch das mal in Gänsefüßchen, Taschengeld. Ja, der Betrag kann dann durchaus höher sein als jetzt das, was man unter Taschengeld versteht, sodass man im Urlaub eben auch mal seine Familie zum Essen einladen kann oder auch das mehrfach machen kann. Wie gesagt, durchaus wird das auch manchmal bar ausgezahlt. Also, dass man im Urlaub was für die Urlaubskasse hat, so kann man auch sagen. Ja? Was für die Urlaubskasse. So, das ist das Urlaubsgeld. Das ist also was anderes als das Urlaubsentgelt. Ja, Urlaubsgeld, hat man darauf einen Anspruch? Ja, teilweise gibt es das in Tarifverträgen. Jetzt gibt es in Deutschland sehr, sehr viele Tarifverträge, sodass kein Mensch das überblicken kann, in wie vielen Tarifverträgen sowas geregelt ist. Aber das ist der Ort, wo eine solche quasi Taschengeldzahlung oder Aufbesserung der Urlaubskasse im Tarifvertrag vereinbart ist. Das ist das Urlaubsgeld. Während die Entgeltfortzahlung im Urlaubsfall tatsächlich geregelt ist durch das entsprechende Bundesurlaubsgesetz und natürlich auch durch Tarifverträge, in fast allen Fällen großzügiger, was die Tage angeht. Aber das ist schon wieder das nächste Thema. Hier ging es ja um die Klärung dieser beiden Begriffe und auch um die Trennung. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.